Ja, hallo und schönen guten Abend zu meinem Marktstand TV zur 8. Folge. Bei mir ist heute die Petra Blei-Schulz und der Peter Gorke. Die werden sich gleich nochmal ganz kurz selber vorstellen. Wir sind auf jeden Fall heute hier bei dem Moorschwein-Talk. Das haben wir uns ausgedacht. Warum das Ganze Moorschwein heißt, darauf gehen wir gleich auf jeden Fall nochmal ein. Ich würde sagen, einfach fangt mal an, euch ganz kurz mal vorzustellen. Ich würde sagen, Ladies first. Ja, hallo. Ich bin Petra Blei-Schulz. Ich bin die Vertriebsleiterin bei Bleifleisch im Rosswarn. Zusammen mit Peter Gorke haben wir das Moorschwein kreiert. Ja, mein Name ist Peter Gorke, komme hier aus Ovalar-Bösel und haben hier den Betrieb mit den Moorschweinen und habe Schweine eigentlich schon von klein auf an und mit Leidenschaft züchten und ziehen sie auf. Lieben gelernt, ja, genau. Ja, das Ganze machen wir heute, wie ihr seht, auch mit einem leckeren Eisbecher. Es sind heute 37 Grad, als wir heute hier angekommen sind. Und man sieht es uns vielleicht an, es ist auf jeden Fall super warm, aber wir lassen es auf gar keinen Fall ausfallen. Deswegen wunderbar. Ja, auch nochmal Heike, ne, das ist ja deine Frau. Ja. Nochmal vielen Dank, Heike, dass du uns diesen Eisbecher beschert hast. Petra und Peter, wie ist es überhaupt zur Zusammenarbeit gekommen bei euch? Wie hat das alles angefangen? Naja, es war ja so, dass wir gerne unseren Beitrag dazu leisten wollten, dass wir etwas gegen Massentierhaltung tun. Wir wollten gerne unser eigenes Ding machen. Wir wollten gerne ein Schwein haben, welches wir anbieten können für unsere Kunden, wo wir bestimmen können, wie viel Platz hat das Schwein, wie liegt das Schwein, wie wird es aufgezogen. Und das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir uns überlegt, wenn wir so ein besonderes Schwein haben, muss es aber auch ein besonderes Schwein sein, sodass der Kunde beim Braten, beim Grillen, beim ersten Biss merkt, dass es auch ein besonderes Schwein ist. Ja. Das waren so zwei Faktoren, die wir gerne machen wollten. Und was mich generell eigentlich immer geärgert hat, wenn jemand ein besonderes gutes Fleisch haben will, dann kauft er ein brasilianisches Steak oder ein Schwein aus Portugal und Spanien. Wir haben so viele tolle Bauern, die können doch selbst, in Deutschland können wir doch tolle Schweine züchten, wir können tolle Rinder züchten. Das muss man nicht aus dem Ausland holen. Diese Überlegung hatten wir. Gut, und die Lösung lag ja so nahe, denn Peter, Peters Vater hat ja schon für meinen Vater die Schweine gezüchtet. Da war das natürlich ganz klar, dass wir dann mit Peter gesprochen haben, was kann man machen, wie können wir es machen, was für ein Schwein kann man nehmen. Ja. Naja gut, und Peter hat tolle Kontakte und kam gleich mit der Idee, ein reinrassiges Duroc zu machen. Und das auch noch reinrassig, weil das ist halt was ganz Besonderes. Wie lange arbeiten wir schon zusammen? Das ist ja auch schon ein paar Jahre mehr, die hier zusammen arbeiten. Wir sind jetzt, wie ist es mit den Durocs, machen wir jetzt schon ein Jahr, haben wir sie ja in Produktion, oder anderthalb Jahre. Wir mussten sie auch als Ferkel erst kaufen, damit anfangen. Wolf kam damals auf mich zu oder des Öfteren und sagte, wir müssen wieder was zusammen machen. Früher hat mein Vater das ja schon mit Willi gemacht und dann haben wir uns dann ja überlegt, was machen wir mit einem ganz normalen herkömmlichen Schwein. Und das Duroc-Schwein ist ja ein bisschen, hat ja ein bisschen mehr intramuskuläres Fett, also ist nicht ganz so trocken. Okay. Ja, und dann habe ich zu ihm gesagt, dann lass uns das mit einem anderen Schwein machen, sondern mit etwas Besonderes, was nicht jeder hat. Und die Durocs so zu kriegen, ist auch nicht ganz einfach, so in der Menge. Und man hatte noch gute Kontakte zu BRCP und da kommen sie her, sind hochgesund. Also sind eigentlich frei von allem. Und da sieht man jetzt auch, sie fühlen sich wohl. Ja, unter der Dusche. Ja, die Dusche, die haben wir jetzt auch gemacht, weil es einfach zu heiß ist. Ne? Ja, das stimmt. Und auch denen gefällt es gut. Definitiv. Ja. Und wie ist das nochmal entstanden? Also was ist euer gemeinsames Ziel? Habt ihr ja immer gesagt, okay, komm, lass uns diese Duroc nehmen. Mit welchem Ziel? Was wolltet ihr machen? Welches Zeichen wolltet ihr vielleicht setzen? Also ich wollte besonders gutes Fleisch haben, was man schmeckt, mit einer besonders guten Haltung kombiniert. Und das beides zusammen kombiniert, haben wir halt Moorschwein genannt, weil es kommt hier aus dem Moorgebiet. Drumherum ist alles voll Moor. Die Schweine sehen auch aus, als wären sie gerade durchs Moor gerutscht. Die sind halt durch und durch braun. Das fällt gleich auf. Und, ist das ein Merkmal für reinrassige Durocs, dass sie diese Farbe haben? Ja. Oder? Die sind von Natur aus, also die Durocs sind so rot und werden eigentlich hauptsächlich mit in den Mast eingesetzt, also die Väter eigentlich nur. Mhm. Und also in der Drei-Rassen-Kreuzung. Und wir haben sie jetzt halt in Reinzucht. Mhm. Ne? Und das ist natürlich was Besonderes. Mhm. Das ist einfach. Normalerweise wachsen sie schnell, also man kann sie schnell wachsen lassen, das ist überhaupt kein Problem. Das
wir hatten sie ja hier im Stroh und draußen im Sand und die laufen sehr viel. Mhm. Haben unser Futter da dementsprechend auch ein bisschen umgestellt, also nicht so viel Energie, viel Getreide. Man muss natürlich auch sehen, dass sie von den Vitaminen und Mineralstoffen, dass das auch alles genug drin ist, aber halt, dass sie zwar fressen und sie fressen auch viel Stroh, ja, und haben viel Bewegung. Von daher ist es einfach so, dass sie etwas länger brauchen, bis sie dann soweit sind. Und man muss sich da ja auch erst rantasten. Wie funktioniert das? Wie geht das? Aber wir sind auf einem sehr guten Weg man arbeitet ja eng zusammen. Ich erfahre ja immer sofort, wie sind die Schweine, ist alles in Ordnung. Ja, genau. Ne? Und deswegen, also das funktioniert hervorragend. Ne? Wie viele Tiere hast du jetzt hier bei dir auf dem Hof? Wir haben hier jetzt 450, knapp. Also es schwankt immer. Ne? Wir kriegen immer alle 6 Wochen kleine Ferkel, also so 12 Kilo schwer sind sie dann. Ne? Und dementsprechend wird ja jede Woche abgeliefert und deswegen es schwankt immer. Ne? Also ja, wir haben eigentlich weniger Tiere, wie wir eigentlich können, also weil wir ihnen noch ein bisschen mehr Platz geben. Ne? Ja. Und es funktioniert sehr gut, muss ich sagen. Und du hältst die ja auch im Offenstallprinzip. Ja. Vielleicht magst du da noch mal kurz drauf eingehen und vielleicht auch mal kurz erklären, was es eigentlich bedeutet, Offenstall. Also wie ist das Ganze eigentlich definiert? Heißt es nur, dass eine Tür offen ist, oder dass das Schwein die Möglichkeit hat, in der Nase rauszustecken, oder kann das Schwein tatsächlich rausgehen? Also gibt es da irgendwie so... Nee, wir haben ja hier hinter uns, was man sieht, ist der Auslauf. Hinten können sie praktisch in den Stall reinlaufen. Sie haben ca. 5 Quadratmeter pro Tier, so. Ja. Und sie können rein und raus, wie sie wollen. Drin ist Stroh, da werden nur einfach Rundballen reingeschmissen, über Kopf. Und dann arbeiten die sich hier alleine auseinander. Die haben ja 24 Stunden Zeit. Sie sind ja neugierig und jetzt schmeiße ich denen immer zwischendurch mal eine Tanne rein. Das mögen sie unheimlich gerne. Also ein bisschen zum Spielen. Ja, ein bisschen zum Spielen. Und es fällt auf, die Tannenspitzen drumherum sind schon alle weg. Ja, und den Baum da zum Scheuern, den nehmen sie auch gerne. Wir haben im Stall auch noch einen. Das mögen sie unheimlich gerne, sich scheuern. Gerade wenn sie jetzt sich so geduscht haben und alles, ne, dann sind sie am Scheuern, dann juckt das auch mal alles. Und ja, also sie können rein und raus, wie sie wollen, auch im Winter. Und ich habe am Anfang, wo wir damit angefangen waren, war ich auch ein bisschen vorsichtig. Ich bin abends immer hingegangen, habe sie eingesperrt, zugemacht. Und, weil dann, du nicht wusstest, wie sich diese verhalten. Nee, genau, so, weil wegen Erkälten und wie ist das so, wenn es nachts so gewaltig abkühlt. Da hat man ja sonst bei der herkömmlichen Schweinehaltung immer ein bisschen Probleme mit. Ne? Und dann habe ich es eines Tages mal vergessen, das war im November, werde ich nie vergessen, da war der Auslauf auch sehr nass. Also wirklich nass. Und dann komme ich hier morgens an und da lag ein Schwein. Alle anderen waren drin und einer lag da noch. Ich habe erst gemeint, ich glaube, der ist tot. Habe mich richtig geärgert. Okay. Hau hier vors Gitter, er springt hoch und der ganze Schlamm an ihm runter. Und da habe ich noch so gedacht, der wird morgen bölken. Also, dass er sich erkältet. Ja, ja. Okay. Nichts, gar nichts. Und von dem Tag an habe ich sie eigentlich, da habe ich die Tür immer auf und ich lasse sie einfach laufen. Ne? Also können die ganze Zeit halt raus. Die können rein und raus, wie sie wollen. Wind und Wetter. Ja, und aber so in der Mittagssonne, wenn das zu heiß ist und ein bisschen zu wenig Schatten, dann gehen sie doch rein. Ne? Das haben wir heute gemerkt, als wir angekommen waren. Ja. Da sind die Hähne gekommen, mucksmäuschen still. Ja, und als wir dann ein bisschen dichter getreten waren, dann sind die dann doch mal aufgestanden. Ja, das war dann ganz schön. Wenn ihr Fragen habt, by the way, wenn ihr Fragen habt an Peter bzw. an Petra, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare machen. Und wir sind ja live, wie gesagt. Ihr könnt das Ganze dann auch eben die Fragen stellen und wir gehen direkt auf eure Fragen ein. Erklärt mir doch nochmal eben, was ist das Besondere an diesem reinrassigen Duroc? Was ist so das Merkmal eines? Zum einen die Farbe, das habe ich verstanden. Ja. Hat das mit dem Fleisch auch noch irgendwas zu tun? Du sagst, die sind vielleicht ein bisschen gesünder. Was ist so das Merkmal eines reinrassigen Durocs? Ja, was ist das Merkmal eines reinrassigen Durocs? Wir haben ja viele verschiedene Schweinerassen, sag ich mal. Und jeder hat ja so seine Spezialitäten. Ganz früher waren die Durocs auch schon mal in sich fetter. Das ist auch alles so ein bisschen von der Zucht beeinflusst worden und jetzt sind sie eigentlich im heutigen Schweinemarkt nicht mehr wegzudenken, weil sie einfach ein bisschen, ich sage ja, ein bisschen mehr intramuskuläres Fett haben. Es ist saftiger, es ist nicht so trocken, es ist aber nicht zu fett. Ja, also das ist ja unser Ziel, dass es in sich Fett hat, dieses intramuskuläre, wie man so sagt, aber dass es nicht so eine 2 cm Fettschicht oben drauf hat, weil das schiere Fett möchte man ja auch nicht und das ist jetzt immer so für Peter die Schwierigkeit, dass sie so zunehmen, dass sie langsam zunehmen, dass wir ein bisschen Fett oben drauf haben, mehr intramuskuläres Fett. Und die sind sehr, sehr kräftig, weil die ja hier auch wirklich Bewegung haben. Die laufen ja viel, die rennen richtig durch den Stall. Und beim Fleisch merkt man es schon beim Braten. Wenn man ein herkömmliches Fleisch hat, das hat deutlich mehr Wasser. Beim Anbraten zum Beispiel bei so einem Gulasch, da merkt man das ganz deutlich. Normalerweise man Fleisch in die Pfanne, wenn es nicht so hochwertig ist, das dauert
sehr, sehr lange. Es verliert erst Wasser, man hat Wasser, man gießt Wasser ab, und man muss wieder Wasser abgießen. Beim Moorschwein ist es immer so, bei mir ging es vorher immer so, ich bin von Natur aus immer ein hektischer Mensch und bin dann, ich schmeiße das Fleisch in der Pfanne, bin nebenbei am Staubsauger, renne nach draußen, gieße die Tomaten und so weiter. Das geht beim Gulasch eigentlich. Ja, ja. Als ich das erste Mal Moorschwein-Gulasch gemacht habe, ist mir das Fleisch sofort verbrannt. Man gibt es in die Pfanne, ins heiße Fett, das bräunt sofort. Ja. Da kann man gar nicht mal weggehen. Und auch auf dem Grill ist das so, wenn man so einen Nackensteak hat oder Filet oder was, das ist alles viel, viel schneller gar, weil es gar nicht so diese Feuchtigkeit hat. Da muss man also echt aufpassen, dass man das schöne Fleisch nicht vergärt. Ja. Das wäre zu schade. Und wenn du das dann zubereitet hast, kann man das auch irgendwie beschreiben? Also ihr könnt es ja wahrscheinlich gerade nicht so richtig schmecken, ja logisch, aber wie ist das so, wie kann man das beschreiben, diesen Geschmack von Reinass und Rübe? Also es ist sehr saftig. Ich finde, es hat auch einen eigenen sehr Geschmack. Sehr zart und hat natürlich einen ganz anderen eigenen Geschmack. Also jetzt ist ja, meine Mutter sagte, wie früher, ja. so wie früher das Fleisch geschmeckt hat. Okay. Also wir sind ja letztes Jahr ja mit angefangen und praktisch vor einem Jahr bei uns auf dem Schützenfest haben wir da so im Heimathaus Probefleisch mitgehabt und haben das einfach gegen herkömmlichen so mitgegrillt und dann haben die das angeboten, schier, ohne Salz und ohne Pfeffer. Ach, so gar nicht. War auch nicht eingelegt, nicht mariniert, nichts. Waren da erst alle sehr vorsichtig, haben sich dann da das probiert und dann hat der das da zubereitet hat, der hat das auf den Punkt gebracht, also war richtig lecker. Und dann hat er gesagt, ihr könnt Salz und Pfeffer nehmen, aber probiert mal erst so. Und die haben alle kein Salz und Pfeffer genommen. Braucht man gar nicht. Nein, und das habe ich vorher nie gemeint. Also man will ja nicht die anderen schlecht machen oder so, aber es ist wirklich was Besonderes, das muss ich wirklich sagen. Also, mehr eigentlich. Ja, doch, das ist so. Das schmeckt man wirklich. Also. Okay, und das hat, also kann man das mit irgendwas, kann man das irgendwie vergleichen? Ist es eher so in Richtung ein bisschen herzhafter oder ist es einfach nur ein bisschen kräftiger vom Geschmack her, kann man das irgendwie so herzhafter, ja. Vielleicht habt ihr ja auch schon mal irgendwie Moorschweinfleisch probiert, beziehungsweise von einem reinrassigen Duroc. Das würde mich mal interessieren, was ihr da letztendlich mitgemacht habt und wie ihr das Ganze zubereitet habt. Das wäre für mich auf jeden Fall mal spannend. Ihr wart ja jetzt auch in der Fire und Food, habe ich, du hast mir die Zeitschrift ja auch gegeben, vielen Dank nochmal dafür. Und da hattet ihr auch mit dem Van Marco was gemeinsam gemacht. Genau, wie ist das dazu gekommen? Es sind ja viele Kochschulen oder Leute, die Grillseminare anbieten, die suchen ja ein hochwertiges Fleisch und das hat sich halt rumgesprochen, dass es dieses Duroc-Fleisch hier zu kaufen gibt in der Region. Ja, genau. Und da wird natürlich auf solchen Seminaren was Besonderes geboten und dann wird auch Moorschwein gegrillt und Don Marco ist natürlich einer der Ersten hier in der Food-Szene, der sich mit solchen Sachen beschäftigt. Ja. Und der wollte ganz gerne für die Fire and Food besondere Gerichte machen. Der hat dann ein Moorschwein-Karree genommen, mit einem Langknochen, das ganze Ding noch mit dem Bauch umwickelt und das dann gegrillt. Die Schwarte richtig knackig, also es war mega, mega. Und er hat Pickwings gemacht, das sind so kleine Mini-Haxen, so klein geschnitten. Das sieht man jetzt aktuell in der aktuellen Ausgabe von Fire and Food. Ja, und der Elmar ist mit mir hier zusammen auch zu Peter gefahren und wir haben uns das hier angeschaut. Und Elmar sagte, in Süddeutschland, wo die Zeitschrift Fire and Food herkommt, kennt jeder Durocs. Und reinrassiges Duroc ist was ganz Besonderes. Hier ist es einfach noch nicht so bekannt. Also das wird sicherlich in den nächsten Jahren auch bekannt werden. Aber hier müssen wir drüber reden. Dafür sitzen wir auch heute hier, um das Ganze einfach mal ein bisschen auch zu zeigen. Und Peter, sagen wir noch mal ein bisschen was zu deiner Leidenschaft hier auf dem Hof vielleicht. Also mit dem, was tust du dafür, dass die Tiere eine Harmonie einfach da ist, dass sie sich nicht gegenseitig anfangen zu beißen, das hast du mir, glaube ich, mal erklärt. Ja. Die haben ja auch immer noch den kleinen Ringelschwänzchen, was ja auch nicht normal ist. Nee, das ist ja nicht normal. Also normalerweise kopieren wir alle noch und es ist ja auch echt schwierig, das hinzukriegen. Aber ich sag mal, hier mit den Duroks, es funktioniert. Sie sind von Natur aus etwas ruhiger, so gemütlicher. Man hat auch ein bisschen Stress mit ihnen beim Umstallen. Wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht. Die können richtig stur sein. Und sie sind einfach, ich sage ja, ein bisschen gemütlicher und das ist wahrscheinlich auch, weil sie ruhiger sind, dass sie sich dann nicht so schnell an die Schwänze legen. Sie haben natürlich Platz genug, sie haben viel zu bespielen.
Schwein ist beim Schwein wieder schnell langweilig. Ne? Diese Tanne, das dauert nicht lange, dann haben die auf und dann der Stock, der wird dann noch ein bisschen hin und her geschoben und dann ist das uninteressant. Ja, okay. Und es ist ja so, wenn es den Schweinen gut geht und sie sich gut entwickeln, ich brauche keine Medikamente, dann kann ich Geld verdienen. Das ist einfach so. Wenn, nur mit gesunden Schweinen können wir auch Geld verdienen und es bringt uns nichts, da Medikamente reinzustecken, das will keiner. Das ist einfach so. Das kostet immer viel Geld und bringt uns eigentlich nicht nach vorne. Ne? Machst du denn eben, brauchst du für diese Aufzucht deiner Tiere irgendetwas außer ein produziertes Essen, Futter, sage ich mal? Nee, Futter haben wir hier, wir haben im Nachbarort, oder im Ort ist es ja noch bei uns in Bösel, da bekomme ich ja das Futter her und mit dem arbeiten wir ganz eng zusammen und haben das auch ein paar Mal umgestellt immer, ne? Noch ein bisschen mehr Getreide rein und das ist also so, dass wir ein vernünftiges Futter haben, dass die Tiere nicht zu schnell wachsen, dass sie ein bisschen langsamer wachsen, dass die Fleischqualität gut ist oder verbessern. Ne? Das ist einfach. Und das ist ja auch, der Duroc ist ja nicht so zu produzieren wie alle anderen Schweine, weil die Rasse ist nicht fruchtbar. Also, was ist das? Ja, diese Sau, ich sag mal so, eine Hybridsau, die setzt 35 Ferkel ab im Jahr, dann wirst du mit einer Duroc-Sau nicht hinkommen. Eine reine Duroc-Sau, wenn die ihre 20 Ferkel bringt, dann ist das schon gut. 18, 19. Deswegen, das ist eigentlich eine Vaterrasse. Da werden eigentlich immer hauptsächlich nur die Väter gebraucht für die Besamungsstation, wo dann das Sperma von gewonnen wird. Okay. Auch das Sperma ist nicht so ergiebig wie von anderen Tieren. Ja, also die Rasse ist nicht so fruchtbar wie andere Rassen. Ja. Da sind die aber auch nicht drauf gezüchtet worden. Die sind eigentlich in der Fruchtbarkeit gar nicht bearbeitet worden, sondern nur in ihrer Fleischqualität. Schön. Und von daher ist das nicht einfach so viele Tiere oder die Stückzahlen so, wie wir sie haben wollen. Wir haben jetzt das Glück, da von der BSPD zu bekommen. Und, ihr seht das gerade im Hintergrund auch. Ich weiß nicht, ob ihr das auch erkennen könnt. Ja, da ist diese Dusche an und die Tiere, die laufen einfach von der Tür, von der Klappe, sage ich mal, bis hier vorne einfach super glücklich, super fröhlich. Ist es eigentlich so, dass man auch einfach herkommen kann, um sich das Ganze auch anzuschauen? Also seid ihr dafür offen? Das ist kein Problem. Ich habe auch nichts zu verheimlichen. Ja. Hier kann jeder gerne herkommen und sich die angucken, die Tiere. Und dass hier nicht nur zum Stück laufen, also hier drin laufen sie auch. Ne? Mhm. Also das ist überhaupt kein Problem. Ne? Was ist jetzt von uns links gesehen hier? Was da ist drin? Da ist der Schlafbereich. Da liegen sie, da ist Stroh. Okay. Da sind auch die Futterautomaten, die tränken. Ne? Da können sie hin und her laufen, wie sie wollen. Und da sind die Strohballen. Ne? Ja, da sind die Strohballen, wie gesagt, die legen wir dann nur so hin und dann schneiden wir die auf und dann können sie die auseinanderarbeiten. Ja, schön. Was ist so, wenn ihr darüber nachdenkt, so in den nächsten Jahren, was ist so euer Ziel, wo wollt ihr noch hin mit denen, wollt ihr das noch erweitern, wollt ihr weitere Tiere dazu bekommen, wollt ihr das Ganze vielleicht vergrößern, wollt ihr damit auch irgendwie so einen Fußabdruck hinterlassen, zu sagen, hey, andere können das genauso machen wie wir, was ist euer Ziel jetzt in den nächsten Jahren? Also, ich sag mal jetzt für mich, ich glaube nicht, dass wir da jetzt in die Massenproduktion gehen wollen. Mhm. Wir wollen was Besonderes machen, was wirklich gut ist und das so ein bisschen auszubauen ist bestimmt kein Problem, aber nicht von heute auf morgen und nicht irgendwie mit Gewalt, also absolut nicht. Weil das ist, dann ist es nichts Besonderes mehr für mich. Ne? Also, ja. Und das soll auch so bleiben, ne? Also, dass es dann was Besonderes ist. Das ist, ja. Genau. Ja? Nein, wir können gerne noch mehr Schweine aufstallen, wenn der Bedarf da ist. Wir sind ja auch bereit, dass wir hier noch ein bisschen anbauen oder du sagtest, du kannst hier sonst noch was organisieren, dass du noch größeren Stall kriegst. Ein paar mehr Schweine kann man sicherlich machen, aber das geht nur ganz langsam, ne? Von Woche zu Woche. Und es ist halt so, wir schlachten ganze Tiere und auch das ganze Schwein muss verkauft werden. Und dann kann das schon mal sein, dass das Schweinefilet ausverkauft ist oder dass der Schweinenacken im Augenblick, wenn alle grillen wollen, dass der Schweinenacken dann ausverkauft ist. Das muss man dann halt akzeptieren. Ich kann ja keine Nacken zukaufen, sondern wenn die Schweine verkauft sind sie verkauft, dann warten wir halt, bis nächste Woche wieder neu geschlachtet wird. Und das geht ganz gut. Also ich habe also auch schon von einigen gehört, die dann das Fleisch vorbestellen. Nächste Woche würde ich das dann gerne haben. Ja. Da muss man sich dran gewöhnen. Das kennt man nicht, weil bei anderem Fleisch ist alles im Überfluss da. Das ist egal, wenn die Märkte bis 22 Uhr aufhaben, die Theke ist voll. Das ist beim Moorschwein nicht so. Ja. Da muss man halt das ist eine kleine das Auswahl, nehmen, was man bekommen kann. Ja. Weil das Fleisch ist halt rar. Wir haben halt Schön. Und Peter, mich interessiert noch eins, und zwar, wie alt werden denn eigentlich die Duroc bei dir? Also, gibt es da einen Unterschied zu dem herkömmlichen Verfahren? Ja, so ich sag mal so, wir haben das jetzt mal, wir können ja nicht so die direkten Auswertungen machen, als wenn ich jetzt hier so ein Rein-Raus-Verfahren mache. Also sie werden so ungefähr, alle Tiere, die wir bekommen, haben eine Identitätsnummer.
sind auch alle da papiermäßig erfasst, also richtig im Computer und alles. Und ich gucke da manchmal so nach, also die werden meist immer so 2 Monate so, werden sie älter. Wir hatten es am Anfang noch mehr, aber da muss man aufpassen, wie das Fleisch-Fett-Verhältnis dann wird. Ne? Und also so um die 2 Monate laufen sie länger. Ne? Das, so, das kann man da kann man von ausgehen. Das, aber ich sag ja auch mal, sie vergessen auch manchmal so ein bisschen das Fressen. Ne? Sie spielen dann viel. Spielen. Ja, und, ja, oder duschen. Ja. Mir fällt das gut, ja. Wir haben kurze Wege zum Schlachten, macht das alles selber. Achso, ja genau, ja. Erzähl mir dazu mal kurz was. Ich habe jemanden, der bringt mir die jede Woche 2-mal weg, fährt mir die und bringt die dann auch gekühlt dann zu Blei dann hin. Ne? Einen kleinen Kühlanhänger und das ist alles, wir haben immer den direkten Kontakt zum Schlachter, ja. Zu Blei, also das ist ganz eng. Also das ist ganz, Ist ja auch wichtig, ne, dass das Tier nicht gestresst ist und so weiter. Das ist ganz wichtig. Hat ja auch einen Punkt auf die Fleischqualität. Ja, ja, richtig. Das ist, und das wäre ja auch sofort zu sehen und dann kann man sofort miteinander sprechen. Ne? Das klappt sehr gut. Ja, schön. Ja, es ist auch schön, dass das so in so einem kleinen Kreis dann gehalten wird, weil es auch überschaubar bzw. auch transparent dann auch das Ganze. Du hast gerade schon gesagt, es liegt dann auch in kleinen Mengen. Wo bekommt man denn zum Beispiel jetzt euer Fleisch? Ja, natürlich bei meinem Marktstand, ist ja klar. Bei uns im Online-Shop, aber auch hier in einigen Verbrauchermärkten hier in der Region, wo man das an die Theke bekommt. Ja, schön. Cool, also im Online-Shop das Ganze eben auch. Ihr könnt einfach mal reinschauen, geht einfach mal auf meinmarktstand.de. Und guckt euch das einfach mal an, wie das Ganze aussieht. Ihr kriegt da auch nochmal so ein bisschen Text dazu, auch die Produkte, die Produktbeschreibung. Und ich würde einfach sagen, habt ihr noch irgendetwas, was ihr loswerden möchtet? Habt ihr noch irgendwas, was ihr auf den Weg geben wollt? Was wir vielleicht Ihnen sagen könnten, wenn ihr wissen möchtet, wo ihr das kaufen könnt, in welchem Ort, auf unserer Homepage www.moschwein.de haben wir eine Karte. Da kann man genau gucken, in welchen Orten ein Markt ist, der das anbietet. Ja, guter Hinweis. Wolltest du noch was sagen? Irgendwas? Ich bin eigentlich wunschlos durch. Der Eisbecher ist auch aufgenascht. Meiner ist auch. Nee, also, aber zwar alles. Hätten heute nicht ganz so warm sein müssen. Ja, genau. Aber besser wie Regen heute. Aber wenn wir bei dir sind, ist es immer so heiß. Ja, ne? Haben wir schon öfters gehabt. Schön. Wie gesagt, also wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare oder kontaktiert uns, geht gerne auf die Webseite. Und ansonsten würde ich sagen, schönen Abend. Wir wünschen euch, wie gesagt, noch einen schönen, spaßigen Abend und lasst es euch gut gehen. Tschüss. Danke. Trinkt noch ein schönes Bier.